Herr Meyer, wo haben Sie Ihr FSJ gemacht? Ich habe meinen FSJ im Kindergarten St. Antonius in Haste gemacht. Und was werden Sie jetzt nach dem FSJ machen? Nach dem FSJ habe ich mich entschieden, eine Erzieherausbildung an der Franz-von-Assisi-Schule anzufangen. Wussten Sie das vorher schon, dass Sie das werden, oder ist das eine Entscheidung, die erst gewachsen ist? Vor dem FSJ war für mich ziemlich klar zu studieren. Es stand im Raum, ob ich Grundschullehramt studieren möchte oder soziale Arbeit, hatte auch schon einen Platz. Und habe mich dann aber durch das FSJ eben dazu entschieden, die Erzieherausbildung anzufangen, weil mir die Arbeit mit den Kindern im Kindergarten einfach so viel Spaß gemacht hat und ich da für mich so viel raus mitnehmen konnte, dass ich gesagt habe, ja, jetzt kommt erst die Ausbildung für mich. Für mich ist das jetzt ein neuer Weg, den ich vorher nie von mir gedacht hätte, dass ich den einschlagen werde. Und ja, es hat mich auf jeden Fall sehr positiv überrascht. Was war eine wichtige Erfahrung im FSJ, das, was Sie gerade schon beschrieben haben, oder gab es noch andere Dinge, wo Sie sagen, das war eine ganz wichtige Sache, dass ich das so erleben durfte? Also eine der wichtigsten Dinge waren sicher die Seminare, sich mit anderen, die auf einer Wellenlänge mit einem sind, den Austausch zu finden und einfach auf einer Ebene mit den anderen zu sein, ist etwas völlig anderes, als wie man es in der Schule hatte. Da dort Leute aus ganz verschiedenen Bereichen oder Leute, die sich ganz verschieden spezialisiert haben, zusammen waren. Und im FSJ war man ziemlich auf einer Wellenlänge, was sehr cool war und auf den Seminaren wirklich eine sehr nahe und innige Erfahrung war. Und das andere, was sehr entscheidend für mich war, war einfach die Arbeit im Kindergarten. Die Arbeit mit den Kindern, wie man gerade auch als Mann wahrgenommen wird, was ja nochmal eine besondere Rolle ist. Ja, und die Arbeit dann im Kindergarten mit den Kindern selber, aber auch mit den Kollegen, war einfach einzigartig und werde ich nie vergessen. Das war wirklich, kann ich so für mich sagen, das lehrreichste und auch ja, erfolgreichste Jahr in meinem Leben, weil es hat mir wirklich so viel gebracht. Das kann ich wirklich allen nur empfehlen und ich habe das jetzt auch so an meine Cousine weitergegeben und die hat jetzt meinen Platz sozusagen übernommen. Ist im gleichen Kindergarten gelandet, macht jetzt auch ein FSJ. Ja, auf meinen Rat hin und da habe ich mich einfach sehr gefreut, dass sie jetzt auch diese tolle Erfahrung hoffentlich machen darf. Was halten Sie von dem Stipendium, was jetzt nach dem FSJ vergeben wird? Ich finde das natürlich mega cool, dass erstmal ich einer dieser wenigen bin, die wirklich dieses Stipendium auch bekommen haben. Es ist halt wirklich nochmal eine super Unterstützung, eine gute Absicherung, da man ja in der Erzieherausbildung selber kein Geld verdienen würde. Und dadurch ist es wirklich eine Absicherung auf 3 Jahre, was wirklich einfach sehr, sehr toll ist und einfach auch sehr hilfreich, weil man da wirklich dann mehr Konzentration auf die Arbeit legen kann und auf die Ausbildung, als sich noch auf den Nebenjob zu konzentrieren, da zu gucken, wie habe ich das Geld, bin ich am Ende des Monats auch im Plus oder ja, einfach, dass man diese Absicherung hat. Und dann denke ich auch, dieser Austausch auf den Seminaren wird, denke ich mal, dadurch, dass man dann noch spezialisierter ist, auch eine tolle Erfahrung, genauso wie im FSJ. Ich denke, die Menschen sind alle auf einer Wellenlänge und man kann da sehr viel mitnehmen, gerade auch aus den verschiedenen Bereichen, die da angeboten werden. Super, ganz herzlichen Dank. Kein Problem.